Ich bin ja hier in der AHA-Mannschaft beim SC Pöcking und wir haben einfach mal nach einem Spiel Freitagabend nach ein paar Bier uns hingesetzt und haben gesagt, hey, wisst ihr was, es gibt immer so viele Hallenturniere, aber keins für Altherren und wenn dann sehr, sehr wenige und da haben wir gesagt, gut, dann machen wir halt mal eins und dann habe halt einer aus der Bierlaune gesagt, ja, dann machen wir es aber richtig mit guten Mannschaften und so ist es dann Jahr für Jahr gewachsen. Ja, mit Spezies halt zusammen sein und ein bisschen Spaß und aber das Turnier hat doch, würde ich sagen, Wettkampfgeist und geht es auch schon zur Sache. Ich denke, es wird interessant, da sind vier super Mannschaften im Halbfinale, das Turnier ist eh super besetzt und wir wollen den Zuschauern ein bisschen was bieten, dass sie viele Tore sehen in den zwei Halbfinals, einen im Platzierungsspiel noch und ja, dass das Turnier so weitergeht und vor allem alle verletzungsfrei bleiben. Ja, ist einfach schön immer, wenn man alte Kollegen auch wieder sieht, mit denen man zusammengespielt hat, auch speziell ich jetzt, ein paar ehemalige, die aus der Bayern-Jugend kommen, mit denen ich gespielt habe, aber auch von den Löwen auch, gegen die man oft gespielt hat oder Hachingau und das ist immer toll, wenn dann an so einem Turnier alle wieder zusammenkommen. Ich habe mich gefreut, dass Haching so gut aufgestellt gekommen ist mit vielen Stars. Ich habe mich gefreut auf Schweinfurt, weil die schon im Vorfeld angekündigt haben. Ingolstadt super aufgestellt, Augsburg, Wahnsinn, die haben sich auch gut verjüngt. Bayern haben jetzt statt der Senioren B die Senioren A geschickt, was ich auch spitze fand. Also das Niveau allgemein ist gestiegen, wir sind richtig geflasht. Und wir haben als guter Gastgeber natürlich jedes Spiel verloren, aber es gehört halt dazu. Naja gut, unsere Chancen, die schauen eigentlich ganz gut aus, wenn man im Halbfinale ist. Bis jetzt haben wir uns ganz gut geschlagen und wir wollen natürlich noch einen draufsetzen und dementsprechend auch weiterkommen. Ja, und wollen das Ganze natürlich dann krönen, spätestens in der dritten Halbzeit. Nee, also wir spielen, denke ich, eine ganz gute Runde. So in der Konstellation haben wir noch nie zusammengespielt in der Halle, deswegen macht es Spaß mit den Jungs, auch viele ehemalige Weggefährten, die man hier wieder trifft und im Vordergrund steht auch der Spaß und der ist auch da. Ja, jetzt jedes Mal, wo wir dabei waren, waren wir eigentlich im Halbfinale. Das war so das Minimalziel und jetzt K.O.-Phase wird es natürlich schwierig. Heute sind wir auch nur zu siebt. Mal schauen, wie lange die Kraft reicht. Ja, ich glaube, wir haben uns ganz gut verkauft, aber hätte natürlich besser laufen können. Ich glaube, am Ende, jetzt wenn das Ergebnis so bleibt, sind wir auf Platz 4. Es sei denn, Ingolstadt macht noch ein Tor, dann sind wir Gruppendritter. Kann man insgesamt zufrieden sein mit der Besetzung, die wir hatten, aber es wäre auch mehr möglich gewesen. Ja, wir tun uns traditionsgemäß immer ab dem Halbfinale relativ schwer, wobei man sagen muss, dass wir dieses Jahr auch das erste Vorrundenspiel verloren haben gegen Ingolstadt. In den letzten zwei Jahren war es so, dass wir die Vorrunde eigentlich immer schadenfrei überstanden haben und dann, glaube ich, im Halbfinale oder Finale verloren haben. Wir wollen natürlich das Turnier unbedingt mal gewinnen, das wäre eine schöne Sache. Jetzt, glaube ich, geht es gegen Unterhaching, ist eine gute Mannschaft, die haben etliche ehemalige auch dabei und da kommt eine Menge Arbeit auf uns zu. Die Post hat jetzt zweimal hintereinander gewonnen und dieses Jahr sind sie auch bombastisch aufgestellt. Haching ist wahnsinnig gut. Also ich gebe mal meine Außenseiter-Tipp ab, hätte ich vor dem Turnier nicht gedacht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Ingolstadt es macht. Nur ein Gefühl. Ich denke, Post war die letzten Jahre immer stark. Da haben wir, sind wir auch, glaube ich, jeweils ausgeschieden die letzten zwei Jahre. Und Haching ist dieses Jahr auch nicht schlecht. Ja, Post SV jetzt unser letzter Gegner in dem Spiel. Hat man gesehen, ging richtig gut zur Sache. Das ist natürlich der Favorit. Und ich denke, der FC Bello hat sich jetzt gefangen auch. Die spielen eine ganz gute Rolle. Ja, Augsburg ist gut, Ingolstadt ist stark. Uns darf man nicht unterschätzen. Mal sehen. Ja, natürlich ist immer FC Bello. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da Fan von Mesimovic. Was der da veranstaltet, das hat ja mit normalem Fußball nichts mehr zu tun. Ja, ich meine, der Zwetschge, der ist jetzt zum dritten Mal dabei. Der ist eine Augenweide. Ja? Wenn der zaubert, da bleibt mir einfach die Spucke im Mund einfach trocken. Nijat Aygün, ja, wie er dann auf die Massen zugeht nach seinem Tor. Philipp Bönig. Aber auch hier jetzt Maxi Niku, macht Spaß und auch vor allem die Schweinfurter, ja, die sind noch, hoffentlich sind sie mir nicht böse, aber beim Altersdurchschnitt etwas älter, aber können da locker mithalten und macht Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.